sind immer noch beim Kosmos Verlag. Neben mir ist immer noch der Steffen. Hallo Steffen. Und wir sind immer noch bei Würfelspielen. Hallo Andreas. Und immer noch bei Produktreinpflege, weil ihr habt ja auch eine Marc-Uwe Kling-Reihe, die relativ gut läuft. Ja, definitiv. Marc-Uwe Kling, auch ein schöner Spielerautor bei uns. Und vor allem ein sehr witziger Komiker. Definitiv, mit seinem Känguru ist einfach mal klasse. Kann ich nur herzlich empfehlen. Ich höre das immer auf den Autofahrten. Fahre ja nun 50.000 Kilometer im Jahr. Da macht das schon Spaß, das zwischendurch mal zu hören. Diesmal geht es aber gar nicht primär um Karten, sondern was wir hier haben, ist ein Würfelspiel namens... Würfel-WG. Willkommen in unserer Kosmos-WG. Und wie in einer angesprochenen WG müssen wir uns darum kümmern, dass immer alles grün, sauber und voll ist in unserer WG. Genau. Der Kühlschrank sollte voll sein. Diejenigen, die die Känguru-Chroniken kennen, wissen jetzt, wovon ich rede. Kühlschrank ist immer leer in dieser WG. Oder es geht halt, das Bad ist dreckig. Also solche Dinge, wie sie im Buch vorkommen, dass sie in den Hörbüchern oder in den Büchern vorkommen, finden wir hier in diesem Spiel auch wieder. Jeder hat sein eigenes, ich sag's mal, Charakterdeck von 4 Karten. Mit 2 bis 4 Spielern kann man das Spiel spielen. Geht zu zweit gut, zu dritt, zu viert gut. Wie gesagt, jeder fängt mit seinen eigenen Anfangskarten an. Ziel des Spiels ist es, viele, viele Punkte zu machen, um die Hängematte zu ergattern. Das ist nämlich das da. Ziel des Spiels ist es also, 16 Punkte zu machen. Die Punkte kriege ich über diese Karten. Wie ich diese Karten kriege, dafür brauche ich die Würfel. Wenn ich dran bin, habe ich eine gewisse Anzahl von Würfeln zur Verfügung. Das sind am Anfang 4 Stück. Also die 4 Stück nehme ich mir. Würfel die 4 Würfel und könnte die jetzt schon einsetzen. Um diese Karten hier zu kriegen, muss ich natürlich die Würfelaufgaben erledigen und was das jeweils ist, das kennen wir auch aus anderen Spielen. Ich brauche hier zum Beispiel 3 Einsen, um das Jojo zu bekommen, oder ich bräuchte hier 2 Zweien und 2 andere dergleichen Sache. Das ginge theoretisch damit, aber ich kann nicht beliebig oft würfeln. Wie oft darf ich denn würfeln? Wenn dein Kühlschrank leer ist. Wenn mein Kühlschrank leer ist, darf ich noch ein einziges Mal würfeln. Ich habe 2 Platzhalter, um 2 Würfel aufzuheben. Ich kann also nicht einfach Würfel liegen lassen, sondern ich brauche dafür Platzhalter. Nämlich einmal auf der Couch. Couch ist noch krümelig, deswegen sind da nicht so viele Platzhalter. Wenn ich die frei spielen würde, dann hätte ich 4 Platzhalter. Dafür müsste ich dann aber auch in dem Fall 2 Fünfe würfeln. In dem Fall versuche ich einfach mal hier diese 2 Einsen aufzubewahren. Ich darf jetzt noch einmal entsprechend neu würfeln und habe Glück gehabt. Ich habe noch eine 1 dazu gewürfelt. Also 3 Einsen zur Verfügung. Ich könnte mir jetzt das Jojo nehmen. Das nehme ich mir auch. Und dann habe ich schon mal 2 Punkte gemacht. Alle anderen Spieler dürfen jetzt mein Würfelergebnis auch nutzen. Und das ist eigentlich der 5. Spiel. Das heißt, nicht nur das Ergebnis zählt nicht nur für mich selber, sondern für alle anderen auch. Und die könnten jetzt gucken, können sie damit irgendwas machen. Dieser Spieler leider nicht. Die dürfen sich aber keine Karten aus der Auslage nehmen, sondern sie dürfen diese Würfel nur einsetzen, um ihre eigene WG zu verbessern. Bei dir würde das tatsächlich sogar gehen. Dein Bad ist bisher dreckig, du könntest die 1 nutzen und das entsprechend umdrehen. Und das bedeutet, dass du später entsprechend noch was anderes tun kannst. Oder hier haben wir das auch. Und ich hätte in dem Fall jetzt also tatsächlich sogar 4 Platzhalter. Das Spiel zeichnet sich dadurch aus, dass ich einmal versuche, mein eigenes Kartendeck zu erhöhen, zu verbessern etc. Und eben die Karten wieder auf die andere Seite versuche zu bringen. Oder indem ich hier versuche, die höherwertigen Karten zu nehmen. Die haben aber auch immer eine schlechte Auswirkung. Und was die für eine schlechte Auswirkung haben, das steht hier unten drunter. Da steht zum Beispiel, ich kann auch mehrere WG-Mitglieder kriegen, dass entsprechend alle schlafen gehen. Das wäre in diesem Fall ich selber auch. Das bedeutet, die Karte wird umgedreht und ich habe nächste Runde nur noch 3 Würfe zur Verfügung. Also sie verschlechtern quasi meine Möglichkeiten, die ich habe. Die Couch, wenn sie denn nicht krümelig war, wird jetzt krümelig. Der Kühlschrank wird leer und das Bad wird dreckig. Also es hat also immer negative Auswirkungen. Dafür habe ich aber immer auch schon mal 8 Punkte gemacht. Das ist schon eine ganze Menge. Außerdem, wenn man Punkte macht, ab 10 Punkte kommt nicht noch ein Störenfried in meine WG. Und der zieht da ein und er hat irgendeine Eigenschaft, die nicht so toll ist. Genau. Ab 10 Punkten können wir mal nehmen. Unser Störenfried. Der Störenfried heißt hier in diesem Fall... Dein Ich schläft immer. Ich kann es also gar nicht mehr auf meine andere Seite bringen. Das heißt, ich habe nicht 4 Würfel zur Verfügung, sondern 3 Würfel. Ich kann aber auch noch mehr Würfel ins Spiel bringen, indem ich mir nämlich neue WG-Mitglieder in meine WG hole. Weil ich bin ja derzeit alleine. Ich könnte mir zum Beispiel Carsten holen. Das sind 2 Fünfen da drauf. Wenn ich die erwürfelt habe, habe ich nochmal einen Würfel zusätzlich. Oder in diesem Fall Anita. Auch nochmal einen Würfel zusätzlich. Die haben auch nochmal andere Eigenschaften. Zum Beispiel der eine oder andere geht überhaupt nicht schlafen.
oder der andere pennt immer oder was auch immer. Also das ist immer ganz verschieden. Und wenn man es dann geschafft hat, eine Runde lang die Hängematte zu behalten, dann gewinnt man das Spiel. Genau. Das Spiel endet dadurch, dass ich erstmal die 16 Punkte erreiche. Wenn es keiner schafft, in dieser Runde jetzt mehr als 16 Punkte zu haben, dann habe ich das Spiel gewonnen. Ist also das erste Spiel der Reihe mit Marc-Uwe Kling, Komik, diesmal aber auch mit Würfel. Genau, Komik und Würfel kommen drin vor. Wenn ich also die Bücher kenne, kommen immer wieder neue Gimmicks aus den Büchern vor. Das finde ich eigentlich auch, macht auch nochmal diesen Pfiff des Spiels aus. Also wenn ich Fan von Marc-Uwe Kling bin, ist das nochmal ein sehr schönes Würfelspiel. Wir sind immer noch beim Kosmos Verlag. Kommt.